Herr Direktor Riss, erste einfache Frage, wie geht es den Menschen, die hier angekommen sind heute? Die Menschen, die aus der Ukraine bei uns angekommen sind, sie sind hier in Sicherheit, sie können hier in Geborgenheit die ersten Tage in Frieden ankommen und nach werden wir schauen, welche Bedarfe notwendig sein werden. Das Entscheidende ist, dass Menschen mit Behinderung hier in unserem Land in Sicherheit, in Frieden leben können. So viele Menschen haben bei diesem Projekt mitgeholfen. Alles ging Hand in Hand. Sie waren selbst ja auch am Flughafen und haben die Menschen mit Behinderungen abgeholt. Was haben Sie empfunden, was haben Sie gefühlt, als Sie da waren? Von Anfang an bei dem ganzen Projekt hat uns der Leitsatz des Dominikus Ring Eisenwerks begleitet. Er ist draußen im Klosterhof in einem Stein eingemeißelt. Dieser Satz lautet: Jeder Mensch ist kostbar, jeder Mensch hat ein Recht auf Leben, unser Auftrag, schütze das Leben. Als die Kinder in München und in Memmingen angekommen sind, ist mir genau das durch den Kopf gegangen. Unser Auftrag, schütze das Leben. Gemeinsam ist es uns gelungen, das Leben von Kindern, von Erwachsenen zu schützen. Und es war für mich sehr bewegend, gerade in Memmingen am Flughafen, als die beiden polnischen Militärmaschinen gelandet sind, dort die Kinder zu sehen, die selbst sich nicht bewegen können aufgrund ihrer Behinderung, die mit vereinter Hilfe zu uns kommen konnten. So konnten wir gemeinsam den Auftrag erfüllen, schütze das Leben. Sie haben hier jetzt mehr oder weniger von jetzt auf gleich 120 Menschen mehr zu betreuen. Wie kriegen Sie das hin? Unseren gemeinsamen Auftrag erfüllen ganz viele hochprofessionelle Frauen und Männer. Es sind hier im Dominikus-Ring-Eisenwerk und über das Dominikus-Ring-Eisenwerk hinaus in den ehrenamtlichen Organisationen beim Landkreis Günzburg, bei der Regierung von Schwaben, beim Bezirk Schwaben, viele Hände, die gut ineinander greifen und die diesen Auftrag gemeinsam erfüllen, schütze das Leben. Es war für mich ein sehr bewegendes Bild, als wir am Freitagabend gegen 0 Uhr hier in Ursberg angekommen sind, mit den Kindern, die in München gelandet sind und hier dann in Ursberg über 50 Frauen und Männer von den umliegenden Feuerwehren, von der Feuerwehr des Dominikus-Ring-Eisenwerks, vom Roten Kreuz da waren und die Kinder aus dem Bus getragen haben. Ich denke, in diesem Bild kommt eines noch einmal sehr schön zum Ausdruck. Wir tragen einander, helfen miteinander zusammen, damit die Menschen hier in Sicherheit, in Frieden leben können. Das Dominikus-Ring-Eisenwerk hat ja mehrere Standorte. Können Sie sich vorstellen, auch noch mehr Menschen aufzunehmen oder sind die Kapazitäten jetzt eher erschöpft? Unser Leitbild für das Dominikus-Ring-Eisenwerk gilt an allen Standorten. Wir haben in den verschiedenen Standorten des Dominikus-Ring-Eisenwerks entsprechende Liegenschaften den jeweils zuständigen Landratsämtern angeboten, zum Beispiel im Kloster Maria Bildhausen haben wir dem dortigen Landrat angeboten, dass Menschen, die auf der Flucht sind, dort eine Erstunterkunft erhalten können. Und so ist es auch an anderen Standorten des Dominikus-Ring-Eisenwerks. Vielleicht zum Schluss noch, Sie haben in einem Interview mal Pater Alfred Delp zitiert. Der hat gesagt, das Schicksal der Kirchen wird abhängen von der Rückkehr in die Diakonie. Leitet Sie dieser Satz jetzt gerade bei Ihrer Arbeit hier beim Dominikus-Ring-Eisenwerk? Das Wort von Pater Alfred Delp, das Schicksal der Kirchen wird abhängen von der Rückkehr in die Diakonie, begleitet mich schon länger. Ich sage es immer wieder auch sehr gerne, ich bin gerne Diakon. Und ich bin der festen Überzeugung, dass der diakonische Dienst die Zukunft der Kirche bilden wird.
ganz konkret den Menschen helfend und heilend begegnen. Und es ist eine schöne Fügung hier in Ursberg. Die St. Josefskongregation, wir feiern in diesem Jahr das 125-jährige Jubiläum. Am 2. Februar 1897 wurde die Genehmigung zur Errichtung der St. Josefskongregation erteilt. Pater Alfred Delp wurde am 2. Februar 1945 hingerichtet. Und ich sehe an diesem Tag, 2. Februar, eine enge Verbindung zwischen der St. Josefskongregation, dem diakonischen Wirken hier vor Ort und Pater Alfred Delp. Wir versuchen hier ganz verschiedene Frauen und Männer dieses Wort in die Tat zu übersetzen.